So, ich begrüße euch, ihr Haters oder Lovers von Star Wars. Haters oder Lovers von Star Wars. So, Star Wars, Krieg der Sterne, muss man überhaupt nicht mehr philosophieren. 42 Jahre gibt es das Thema Star Wars, Krieg der Sterne. 42 Jahre gibt es Fans, die halt durchgeknallt sind oder halt auf dem Level, naja, ist halt Star Wars. So, wir haben also ein Portfolio, einen riesengroßen Bogen, wo wir die Haters haben und wo wir die Lovers haben. Und da muss ich auch schon unterbrechen. Hallo, grüß euch. Das traf sich gut. Ich wollte ja gerade angefangen, ne? Haters, Lovers, Lovers, Haters. Schon kamen zwei rein und schauten sich die Dekoration von Star Wars an. Manchmal, weil ich ja nichts Neues mehr dazu packe. Früher war ja viel, viel mehr hier von Star Wars, aber ist ja, wie gesagt, einige haben diese Dekoration leer gekauft, war ja auch so gewollt, weil die Sendung, wie gesagt, auch zur Neige geht. Ich hatte leider keine gefunden, die halt vor laufender Kamera irgendwie mitmachen wollten, habe leider auch niemanden gefunden, der jetzt hier im Umkreis, es ist zu weit weg, aus Dortmund waren hier, aus Delmenhorst waren hier, aus Dülmen waren hier, das ist ein bisschen zu weit weg. Dann habe ich auch einen guten Kontakt gehabt zu München, zu Nürnberg, der gute Kontakt auch zu Hamburg. Die guten Kontakte bleiben natürlich auch. Aber wie gesagt, diese Personen können nun mal nicht vor laufender Kamera und haben auch schätzungsweise auch nicht mehr so viel Interesse an Star Wars. Der eine ist jetzt bei den Tolkiens, wartet auf April 11. bis zum 15., dass er wieder sozusagen Star Wars angefixt ist, dass er da wieder Lust und Laune hat zuzuhören, dass er auch wieder Interesse hat, sich auszutauschen. Das finde ich ja super. Wie gesagt, ich bin bei den Amerikanern Homepages und erlebe dort viel, sehe viel und kann nur sagen, das bekommen wir hier in Europa nicht. Wir haben auch keinen Garten, ich habe auch noch keinen Europäer gesehen, außer in der Normandie, in Frankreich. Die haben, oha, aber da komme ich ja auch nicht mal eben hin zur Normandie, um dort, wie gesagt, mit diesen sich auszutauschen. Ich schaue es mir an, die haben auch verdammt tolle Kostüme, sie haben authentisch und wenn man da so sitzt, meint man, man ist wirklich bei Star Wars intern, ist so, wie gesagt, demnächst ist ja jetzt in ein, zwei Monaten, ist dieses Edge geöffnet in Orlando ab Dezember. Dann, wie gesagt, die Convention in Chicago. Es wird halt wieder. Und viele Figuren, also die beiden, die gerade hier waren, der eine war, wie gesagt, begeistert von den Figuren. Wir konnten auch ganz kurz wieder über Star Wars philosophieren. Aber es war wieder einer im Schlepptau. Null Interesse. Das meine ich. Also hier ist also 95% null Interesse. Und die 5%, die Lovers, Haters, ist egal, ob Liebende oder Nicht-Liebende, diese 5%, die, das macht Spaß, sich mit denen da über Star Wars zu unterhalten, zuzuhören, wie die Star Wars empfinden. Wie gesagt, für mich so als Filmmacher, Foto und so weiter, ist ja halt die Arbeit. Das ist ja also die Arbeit, die da vor Ort ist, die da ausüben. Für mich sehr interessant, ja, wie die es machen, wie sie arbeiten können damit. Ja, die haben ja auch nicht nur das Know-how, sie haben ja auch das Geld dafür. Ich habe auch das Know-how, ich habe aber das Geld nicht dafür, um sowas machen zu können. Wie gesagt, mir macht es riesen Spaß, mit der Kamera zu arbeiten. Mir macht es riesen Spaß, da diesen Falken zu bauen, was viel Arbeit ist, viel Konzentration bedarf, es gut hinzubekommen. Ja? Man muss schrauben und das alles auch darüber. Er hat auch gesagt, am liebsten hätte ich mir den komplett gekauft. Das habe ich ja jetzt sogar Geld gespart. Ja, komplett kostet er halt 1099, dann hat man ihn sofort. Ist günstig. Man, dann hat man ihn halt sofort. Und wenn man halt so macht wie wir, 24 Monate darauf war, also 2 Jahre lang, Zahlen, Zahlen, Zahlen und dann hat man alle 100 Tüten. Ja, und dann macht man das. Und wie gesagt, darüber werde ich einen kleinen Mini-Clip machen. Wem das interessiert, wer Lust hat, schaut
ihn an. Ich werde also jetzt im Moment nicht mehr so lange Clips machen, kürzere Clips. Also dieser Clip heute, Lovers and Haters. Ich habe gerade angefangen, hatte gerade die Sachen hochgehalten. Naja, ne, hatte ich ja gerade hochgehalten hier. Lovers and Haters, Lovers and Haters. Da kamen also schon zwei Star Wars Begeisterte rein. Manchmal ist das Systemkomik, weil ich diese Videoclips mache, so, ja, so ein bisschen als Zeitvertreib. Ne? Das Wetter ist ja auch gruselig im Moment im März. Ihr wisst, ihr habt dasselbe Wetter. Dann macht man da irgendwas. Und wenn man so technisch anvisiert ist, wie meiner einer hier. Ne? Ja. Hm? Keine Ahnung. Ich guck mal eben, hier ist wieder eine Nachricht, da muss ich hin. So, es könnte sein, ja, ist so. Es könnte sein, dass ich jetzt weltweit gesperrt werde, weil ich jetzt diese Figur in die Kamera halte. Ich habe das schon mal gemacht. Ist mein Eigentum. Diese Figur ist mein Eigentum. Habe ich gekauft. Möchte mit euch über die Kamera philosophieren, ob sich diese Figur lohnt. Diese Destiny-Figur. Hatte ja gerade mit den beiden Kunden, Star Wars-Kunden, darüber gesprochen, wie günstig doch alles wird, wie günstig so etwas zu haben ist, über eBay besonders und dann über Amazon, ist klar. So, meiner einer kann die also auch nicht für teures Geld abgeben, das ist klar, aber ist eine schöne Dekoration. Ja, die hängt da, wenn man da dran vorbeiläuft oder wenn die Kamera hochfährt und ich hier sitze und mit euch spreche, ist das so eine schöne Dekoration und manche können das auch gebrauchen, weil ist ja wieder Osterzeit. Oder für einen Geburtstag als Mitbringsel. So teuer kann man es ja halt nicht verkaufen. Viele machen ja hier schon Werbung. Warum nicht direkt mitnehmen? Warum warten? Ja? Also einige kleine Fachgeschäfte haben dieses Schild. Warum nicht direkt mitnehmen? Warum warten? Gut, solche kleinen Minigeschäfte, die müssen natürlich dann Glück haben, dass ein Kunde vorbeikommt, der auch unbedingt diese Figur haben möchte. Und davon gehe ich aus, dass das nicht der Fall ist. Und deswegen kauft man das halt online. So, bei so kleinen Star Wars Geschichten, die ich jetzt hier so mache, wie gesagt, könnte sein, dass das Video weltweit gesperrt, weil ich jetzt diese Figur da in der Hand habe, ich schon mal, dann ist das weltweit gesperrt worden, dann müsste ich diesen Video, also wenn es nicht gesperrt, ihr habt es gesehen, ich habe darüber gesprochen, wie gesagt, ist mein Eigentum, habe ich eingekauft, ist meine Dekoration, ich sitze in meiner Dekoration, ich mache meine Videos, bin somit auch ein YouTube-Künstler, nicht gerade erfolgreich, wenn man das so sieht, wenn ihr das seht, wie ihr das seht, aber ich war, ihr dürft mir glauben, sehr erfolgreich und deswegen kann ich mir das alles erlauben, was ich mir erlaube und das ist ein kleiner Unterschied. Das war jetzt so eine kleine Ansprache wieder an die Haters and Lovers, ne? Haters and Lovers, die halt, halt immer da sind. Komischerweise, die brauchen das. Die melden sich ja auch extra an, um darunter zu schreiben. Noch einmal, ihr dürft nicht an alle Star Wars Fans und Freaks, ihr dürft, ihr müsst das abgewogen sehen, ja? Lovers, Haters, ihr müsst das differenzierter sehen. Es gehört Disney, Disney möchte Geld machen, Disney will Geld machen, Disney will nichts anderes wie Geld machen. Und wenn ihr kräftig mitmacht und euer gut verdientes Geld denen schenkt, dann macht es doch. Dass ihr halt einem Newcomer oder einem Oldie kein Geld gebt, ist doch eure Sache. Ihr dürft weiterhin haten oder labern. Ihr könnt da machen, was ihr wollt. Ihr könnt diese Figuren mögen, ihr könnt diese Figuren nicht mögen. Ihr könnt sie drapieren, ihr könnt Eye-Catching daraus machen. Ich habe daraus halt einen kleinen Videoclip gemacht. Ich habe über Destiny gesprochen. Hat ja auch Spaß gemacht, Destiny, die kleinen Sendungen, jetzt Galaxy of Age, diese Galaxy-Abenteuer da. Also noch einmal, es bleibt ein amerikanisches Produkt. Ein amerikanisches Produkt, was die Welt erobert hat und die Welt es angenommen. Ja, die Welt hat es angenommen, hat gesagt, okay, Krieg der Sterne, Star Wars und so weiter und so fort. Man kann sich austauschen mit der ganzen Welt mittlerweile. Fragt man sich, ob man sich austauscht bei YouTube, gibt es demnächst eine andere Plattform, gibt es überhaupt so eine Plattform, wird YouTube zum Beispiel Verträge machen mit Newcomern, mit Oldies oder wird YouTube halt nur noch mit den fetten großen arbeiten, wie ZDF, ARD und Webdinar und wie die alle heißen, also die Gesoßen, die richtig fetten großen
Firmen wird also die Welt nur noch für die Großen sein und die Kleinen müssen zuschauen und konsumieren und ihr Geld da lassen, sich beschimpfen lassen oder sich bevormunden lassen, so wie die Politiker im Moment es tun. Ja, bei Star Wars ist es ja genauso, Lovers and Haters. Wie gesagt, ja, das war halt Leia, ne? Prinzessin Leia Organa mit R2-D2. Ja. Also ist nicht schlecht, also mir haben die Figuren gefallen, die ich sie damals gesehen habe. Bin stolz darauf, dass ich ein paar davon habe. Wie gesagt, Interesse zeigt keiner, also die Kunden interessieren sich für diese Figuren nicht. Es gibt natürlich Kunden, die für sehr, sehr wenig Geld einige Sachen mitnehmen. Und wenn ich dann sehe, wie teuer plötzlich so eine Figur bei Amazon plötzlich ist, dann bekomme ich schon das kalte Grausen. Ist so. Also, das war ein Mini-Clip über Star Wars mal wieder, weil viel kann man darüber nicht sagen. Ich habe auch kein Interesse irgendwelche Philosophien, ich habe auch kein Interesse über irgendeine Figur was zu erzählen, irgendwelche Fantasiegeschichten über Revan oder über Leia oder über Han Solo, irgendwelche Fantasiegeschichten oder R2-D2, warum, nein, 3DIPO, Entschuldigung, 3DIPO den Arm verlor, ja, durch diese sogenannte Schlingpflanze und das alles. Das sind alles so Fantasien, die mit Hollywood und mit den Filmen nichts zu tun. Wir haben uns also, wie gesagt, früher nur über Hollywood und über die Filme uns unterhalten, ob uns diese Filme halt gefallen oder nicht gefallen. Dann haben wir halt die Videokassette nochmal reingeschoben und nochmal geguckt und nochmal geguckt. Und wie gesagt, vor 40 Jahren gab es dann diese Wahnsinns-Raubkopien, so nannte man das. Irgendeiner hat die aus irgendeinem Kino und er hat die dann vervielfältigt und er hat die dafür sündhaft teures Geld verkauft. Und als Jugendlicher, komm, gib her, ich brauch das. Als Jugendlicher ist man so, ja, ihr seid genauso. Also an alle Jugendlichen zwischen 15 und 35, wir waren alle so. Wir waren alle so. Wir wollten es haben, wir waren begeistert. War halt analog, das heißt also, man hat sich schon getroffen und wenn man sich getroffen hat, war man ja eine Clique und eine Clique war nun mal 100% Star Wars. So und heute sind wir online und da kann es schon mal sein, dass 99% Haters sind und 1% Lovers, dann hängt man da oder umgekehrt, man ist so knurrig und dann auf einmal hat man 99 Lovers, ey, bist du bescheuert, die ist so in Ordnung. Also das ist zum Beispiel das World Wide Web, ne? Also das World Wide Web ist 30 Jahre alt, Star Wars ist 42 Jahre alt, Star Trek ist 50 Jahre alt, also in diesem Raum, Marvel ist auch, hat auch sein Alter, und da schwirren wir jetzt alle rum in der Welt von Disney. Ja, wir sind jetzt in der Welt von Disney. Und dann schauen wir mal, was auf uns zukommt. Ja? Wie gesagt, ich hatte gerade eine Skype-Kundin, die fand Skype gar nicht so lustig, ja, also mit Skype hat man irgendwie Probleme. Dann haben wir sehr viele Netflix-Kunden, dann haben wir viele also sehr viele Sky-Kunden, ja, die also Sky gucken, aber mögen halt nicht. Geht halt. Netflix wird halt noch, wir schauen demnächst Amazon Prime natürlich, YouTube auch mittlerweile. Ja, also wie gesagt, im Herbst, also heute in 6 Monaten, geht Apple mal wieder mit seinem Apple TV neu als Stream-Vorlage. On Air, also im Jahre 2020 haben wir Disney Plus, Apple Plus als Stream. Die anderen haben wir sowieso. Mal gucken, ob noch einer dazu kommt. Wir wissen es nicht. Wir lassen uns überraschen. DVD, Blu-ray, 4K, 3D, alles geht so. 3D bin ich sehr enttäuschend, dass das so passiert ist. Bin ein Fan von 3D. Besonders 3D Star Wars, das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ja, man muss halt weiter 2D gucken. 4K brauche ich nicht. Die alten Dinger reichen mir. Natürlich kein VHS mehr, ist klar. DVD oder Blu-ray reichen mir mittlerweile auch bei Star Wars. So, ich wünsche euch was. Viel Spaß. Danke fürs Zuschauen. So, da bin ich nochmal mit dem sogenannten Abschluss im März 2019. Diverse Figuren noch, die jetzt halt nicht mehr so angesagt, weil auch Destiny vorbei. Destiny waren ja die Forces of Destiny. Zum Beispiel hatten wir ja Jean Erso. Diese Figur sah der Jean Erso an sich auch schon ähnlich. Ne? So. Da das ein Gesicht ist, wird die durch die Gesichtserkennung der Kamera scharf geschaltet. Da ist sie. Ja? Sie ist scharf geschaltet, ich bin scharf geschaltet bei dieser Kamera. Also wie gesagt, Star Wars Destiny
war halt eine Kurzform, die schönere Figur mit, also Lea, Organa, Solo, Mara Yush und Tochter von Darth Lord Vader und Schwester von Luke Skywalker. Sie ist halt mehrfach verkauft mit einem kleinen Ewok dabei. Darin in Destiny wurde ja auch erklärt, wieso diese das gewisse Kostüm dort anhatte. Mittlerweile wird Leia ja, egal in welchem, auch immer von einem einzigen Kostüm abgelichtet bzw. dargestellt oder andere tragen es als Cosplay. Ihr wisst schon, sieht aus wie ein Bikini und ist schätzungsweise auch ein Bikini, halt ein Bikini aus der Star Wars University. Keine Ahnung, ist halt so. Sabine Wren, die hat mir so irgendwie gefallen. Nicht nur, dass sie so war, wie sie ist und dass sie auch mit dem Dart-Schwert gearbeitet hat, also mit dem schwarzen Lichtschwert, das echt aussah wie so ein Eisen, ja, wie so ein Schwert halt aussah, nachher gekämpft hat, dass sie auch Ezra unterstützt und so weiter. Sie war an sich eine sehr gute Figur dort bei den Rebels, hat also gefallen, auch mit ihrem Esprit, den sie da dieser Figur zugeschnitten haben, dass sie da, wie gesagt, auch ja, alles bemalt hat, halt Graffiti-mäßig und so weiter und die Leute auch ein bisschen so verkackeiert hat. Also sie war an sich auch schon so eine Art Mara Yush, also auch eine gute Kämpferin. Ja. Und dann haben wir natürlich die Rey, die bei auf Jakku war, mit ihrem Kostüm da rumlief und nachher mit dem BBA. Hier ist kein BBA, also die eine zusätzliche Figur hatten, sind meistens hier also auch schon verkauft worden. Sie ist mit BBA halt schon mehrfach verkauft worden. Dann wie gesagt Leia mit dem Ewok mehrfach verkauft worden und die Leia halt mit R2-D2 auch. So, ich hätte aber Gott sei Dank noch ein Exemplar da, um es euch gezeigt zu haben. Da ich mit diesem angefangen, beende ich halt mit diesen Damen jetzt langsam drei Hände. Habe ich nicht, vielleicht schaffe ich es, dass ich das irgendwie so hinbekomme. Da komme ich hin. Also diese drei Damen hier, merkt ihr, Star Wars ist weiblich geworden. Früher war Leia so eine leichte Randerscheinung. Luke Skywalker natürlich in der Mitte, dann kam Han Solo, dann kamen die anderen noch hinzu, die halt männlich waren, aber heute sind tragende Figuren, Frauenfiguren in E9, den Arbeitstitel kennen wir ja noch nicht, diesbezüglich im März wissen wir es auf keinen Fall, heute in drei Wochen wissen wir es, weil zwischen 11. und 15. April wird ja die Sendung gezeigt werden, ist ja meistens ein verdammt guter Stream, der da bei YouTube zu sehen ist. Wir wollen hoffen, dass YouTube sich nicht so stark verändert. Wir wollen hoffen, dass man eure Beiträge, ihr merkt, ich spreche nicht von meinen, ich spreche von euren Beiträgen, dass man die noch sehen kann. Nicht diese sogenannten Stars und Sternchen, die kein Mensch kennt. Es sei euch gegönnt, Stars zu sein, es sei euch gegönnt, sehr viel Geld bei YouTube zu verdienen. Ist alles gegönnt. Meiner einer macht es weiterhin auch Spaß. An der Freude und am Spaß des Themas, auch sicherlich irgendwann mal wieder in Englisch für die englische Geschichte, aber die Engländer haben viel, viel mehr. Sie haben Chicago, sie haben die Convention, sie haben Disney, sie haben Anaheim, sie haben Orlando. Also die Amerikaner haben das Produkt Star Wars vor Ort in einer Dimension, die ihr euch hier gar nicht vorstellen könnt. Deswegen lassen wir es. Deswegen bringt es ja nicht, eine amerikanische oder eine englische Serie zu produzieren als YouTube-Kanal, wo man eh nicht mehr weiß, ob so ein YouTube-Kanal überhaupt noch funktionstüchtig bleibt, ob neue World Wide Web Sachen kommen, neue Aufbauten, das Soziale wegfällt, wir wissen es nicht. Star Wars ist auf keinen Fall mehr sozial, was da abgeht. Die Hater and the Lovers, also das ist schon, das hat es alles nicht gegeben. Es hat sich nicht nur das World Wide Web hier verändert,
Es hat sich also auch noch nie, also diese Gigantomanie der GAFA, ihr wisst ja, Google, Amazon, Facebook, Apple, dass die, also Apple kommt auch Ende des Jahres mit seinem Stream, also Disney kommt mit seinem Stream, Star Wars kommt so oder so und Star Wars verändert sich, was gut ist. Das ist schon mal klar. Hallo! Grüße! Sag nein zu Cosmob! Sag nein zu Cosmob! Ich weiß nicht, ich frage wirklich, ich weiß nicht, was los ist, aber ich sehe überall das Schild. Sag nein zu Cosmob! Ja, Cosplay Mobbing. Sag nein zu Cosplay Mobbing. Ich weiß nicht, was aus. Ich weiß überhaupt nicht, was los ist im Jahr 2019. Wie gesagt, Haters und Lovers, das bin ich ja mittlerweile gewohnt. Mehr Haters wie Lovers. Und ich bin natürlich sehr viel gewohnt, dass viele da mit rumlaufen, mit so einem Kostüm. Mit diesem Kostüm auf keinen Fall. Aus der neuen Art der Stormtroopers. Ja? New Order. Keiner läuft, also kaum einer läuft hier mit rum. Wenn mit diesem sehr alten. Wo ich mich frage, warum haben die das überhaupt an, dieses Plastik? Weil das da hinten, dieses aufgedruckte Plastik, das aufgedrucktes Plastik, hat überhaupt gar keine Funktion. Naja, müsst ihr wissen, warum ein Stormtrooper mit sowas durch die Gegend läuft. Aber egal, also diese hier hatte mir gefallen, muss ich einfach sagen. Deswegen habe ich es ja auch mal hier gegriffen als Figur. Wie gesagt, so Stormtrooper als First Order. Das Plastik machte mehr Sinn, könnte man also auch für Motorradfahrer nutzen. Auch den Helm könnte man für Motorradfahrer nutzen, weil hat ein bisschen mehr Sinn, kostet auch ein bisschen alles mehr. Eine richtig gute, habe ich mir sagen lassen, $6,000 ist ein bisschen viel, also komplett. Also so eine wirklich vom Set würde dann einem so um die $6,000 kosten. Ist ein bisschen viel. Die normale hier mittlerweile aus Italien kostet 450, da liebäugle ich schon mit. Die vielleicht mal für so eine Puppe, die hier dann steht. Ich meine, sieht gut aus hier so, Stormtrooper. 450 Euro für so ein Plastik, ist schon heftig. Ist Plastik, wenn ich einen 3D-Drucker hätte oder so einen Formgeber, dann könnte man die, wie gesagt, selber drucken. Einige machen das ja. Star Wars in diesen 42 Jahren hat ja vieles gezeigt. 42 Jahre hat Star Wars uns doch unterhalten und unterhält uns immer noch. Übrigens, die Figuren, eine ist noch da, eine Rey mit BBA, ja, und eine Leia mit R2-D2. Ob ich Leia da mit einem Ewok noch nehmen sollte, weiß ich nicht, könnte man, weil ich möchte ein Fenster gut dekorieren im April und im Dezember. Versprochen ist nichts, ob ich schaffe, so einen De Augustini großen Falken zu bauen, weiß ich nicht. Ob ich mal 10, 20 davon einkaufe, die hintereinander stelle und vorne den Kylo, muss ich auch mal schauen. Ich habe den Kylo passend zur Rey leider verkauft. Ja, für einen Zehner halt. Da wüsste ich jetzt nicht, was ich dafür nehmen sollte. Schätzungsweise auch um 10 oder so. Könnte ich ja mal gucken während der laufenden Kamera. Also wie gesagt, ich helfe mit Stop Mobbing, was machst du? Ja, Stop Mobbing, was machst du? Also auf jeden Fall bitte unterlassen Cosplay Mobbing. Hallo!